Spiel maximiert. Aufnahme Start. So, und jetzt habe ich natürlich nicht aufgepasst. Irgendwo werden wir hier von Artillerie beschossen. Und ja, hier laufen wir in so eine Schlucht rein. Das ist natürlich toll. Wir können von beiden Seiten super beschossen werden. Ja, okay, ich glaube, das wird so erstmal nichts. Wo sind hier? Da sind die. Dann baue ich hier jetzt erstmal eine Siedlung hin, dass wir hier direkt Bürger ausbilden können. Ja, und unsere beiden Gruppen sind tot. Ich sollte vielleicht auch mal Partisanen bauen. Die können immerhin auf die feindlichen Flugzeuge schießen. Die Gebäude oder das Gebäude haben wir schon wieder verloren. Toll. Das ist ein bisschen zum Kotzen, muss ich ja sagen. Kann ich den Soldaten nicht irgendwo hier in die Mitte stellen vielleicht? Ja, hier kommen jetzt die ganzen Flieger. Ich brauche hier auf jeden Fall jede Menge Luftverteidigung. Mobile Flakstellung kann ich noch... Na, kann ich nicht bauen. Okay, Partisanen. Reichweite und Schaden auf jeden Fall. Gut, ihr fünf. Einmal eine Siedlung. Ich frage mich echt, wo die ganzen Flieger herzaubern. Irgendwo hier unten müssen noch Flugfelder sein und in diesem Wald da drin. Halt, nein, ihr sollt nicht. Ihr sollt bevölkern und dann sollt ihr neu ausbilden. Okay. So, Panzerfabrik gehört jetzt auch mal wieder uns. Immerhin. Mehr Partisanen. Das könnte eigentlich funktionieren, wenn ich jede Menge Partisanen mitnehme. Achso, ist hier eigentlich noch alles in Ordnung? Ja, gut. Wenn ich jede Menge Partisanen mitnehme, dann sollte das eigentlich funktionieren. So, okay, ja, die beiden Bunker sind auch schon wieder verloren. Moment. Ach nee, da stand auch eine Flakstellung. Ich habe gerade überlegt, ob das hilft, wenn ich da eine Flakstellung nebenbaue, dass die Bunker da nicht verloren gehen. Aber nein, das nützt auch nichts. Gut, ihr beiden, da ist wieder ein Flieger. Wir werden angegriffen. Holt sie alle vom Himmel. Okay, dann baue ich hier und da vielleicht auch mal einen Wachturm dazwischen. Nein! Shit. Das hat ja schon super geklappt. Ich glaube, ich werde noch jede Menge mehr Bürger hier brauchen. Ich glaube, dann ziehe ich auch die Kasernen gleich mal weiter nach vorne. Als erstes und ich kann... Hey, wow, ich kann die Maus noch bewegen. Ein Highlight mal wieder. Jedenfalls, dann ziehe ich die Kasernen auch mal gleich nach hier vorne. Oh, jetzt geht's hier aber rund. Vielleicht sollte ich nicht an Flugabwehrstellung sparen. Inzwischen haben wir ja die Ressourcen, also... Und das... Na, toll. Das Stadtzentrum gehört auch wieder nicht mehr uns. Wir werden angegriffen. So, die Bürger... Na toll, die Bürger sind auch tot. Okay, Partisanen, auf geht's. Holt sie vom Himmel. Feuer. Wir werden angegriffen. Müsste ich aber eigentlich auch für die Partisanen wieder eine eigene Gruppe machen, damit meine anderen Leute nicht immer nach vorne laufen. So sei es. Ich muss auch irgendwie sehen, dass ich diese Flakstellung da von diesem Hügel runterkriege. Halt, weg mit dem Flug, mit dem Bomber. Ah, das funktioniert aber mit den Partisanen immerhin. Na gut, gucken wir uns doch den Wald hier mal genauer an. Ich weiß nicht, ob ich da durchkomme. Was ich aber gerade mal mache. Nein, du nicht. Du auch nicht. Nein, ach, wo kommt der denn jetzt schon wieder her? Man kann hier echt nichts ohne Aufsicht lassen. Der muss doch... Nee, aber hier durch den Wald kommt man nicht durch. Wo ist denn der hergekommen? Das kann doch gar nicht sein. Jetzt macht er mir die Flugabwehrstellung kaputt. Stirb. Okay, jetzt will ich mir den Wald hier mal angucken. Aber hier ist doch alles... Oder kommt man hier irgendwo durch? Da ist überall eine Klippe.
Nein, hier kommt man ja irgendwo durch. Von wo ist der gekommen? Das ist gar nicht möglich. Okay. Na gut, mehr Bürger. Wir werden angegriffen. Euer Befehl? So, und den holen wir doch ganz schnell mal eben runter hier. Und tschüss. Okay, na toll, da ist schon wieder Roger-Verteidiger. Man wird hier echt ganz schön in Atem gehalten, muss man ja sagen. Na gut. So, jetzt Gruppe 1 oder, ja doch, Gruppe 1 stellt sich da mal hin. Und dann, ja, jetzt gehört mir das... Mann, das kann doch nicht wahr sein. So, gib mir mehr, ich kann keine Bürger mehr bauen. Das heißt, ich muss erstmal was von Gruppe 1 verlieren, damit ich wieder Bürger bauen kann. Das ist ja auch wieder klasse. Holt sie runter! Na komm, dann marschieren wir nochmal, oder gucke ich nochmal, ob ich hier irgendwie an die Artillerie rankomme. Und ich kann die Maus nicht bewegen. Das ist ja wieder super. So, Aufnahme beendet, minimieren. Und Aufnahme starten. Okay, und jetzt werde ich von der Artillerie beschossen. Die ist irgendwo hier oben auf diesem Hügel, glaube ich. Wo ich natürlich wahrscheinlich nicht rankomme. Doch, da... Ich kann sie... Oder ich kann den Rauch sehen. Da komme ich da ran. Nein. Natürlich nicht. Shit. Na, immerhin sollte ich jetzt neue Bürger bauen können. Ja. Gut. Dann werde ich jetzt den Wald hier mal zupflastern mit Luftabwehrstellungen. Hm, Gruppe 1 hat leider kaum noch Partisanen. Das ist natürlich auch wieder sehr ungünstig. Ich baue jetzt mal ein paar Focker und dann werde ich mal sehen, ob ich die Artillerie da von diesem Hügel runterkriege. Das ist ja richtig nervig. So, neue Gruppe 2. Die muss mal hier mit zu Gruppe 1. Wir werden angegriffen. Fertig, Sir. Ich muss echt die Verteidigung weiter nach vorne ziehen, aber ich komme einfach nicht dazu. Weil man hier so zugeschissen wird mit gegnerischen Einheiten und... Na, jetzt ist das gefeindet. Ich lerne es aber auch einfach nicht. Jedes Mal schicke ich wieder alle Leute von dem Gebäude weg, damit es wieder vom Feind übernommen werden kann. So, jetzt gib mir bitte Bürger. So, und ja, von hier können keine Bodentruppen kommen. Die können nur irgendwo von hier kommen. Also wenn ich hier ein paar Türme hinstelle, sollte hier eigentlich nichts mehr durchkommen können. Na gut. So, werde ich dazu vielleicht auch angegriffen? Nein. Wir werden angegriffen. Ich schicke jetzt mal drei Bürger nach vorne und baue hier Flugabwehrstellung hin. Na gut. Aber mir fällt auch gerade auf, jetzt habe ich immer das Spiel bzw. die Aufnahmen unterbrochen, habe aber mir gar keine Markierung angelegt, wo ich dann nachher wieder die Aufnahmeschnipsel aneinander schneiden muss. Was auch sehr schlau war, das heißt, ich darf wieder jede Menge rumarbeiten, um das nachsynchronisieren zu können. Naja. Gruppe 2 hält nicht mehr lange durch. Na gut, eine Flakstellung steht. Wie dicht müssen die denn dabei stehen, damit das nicht übernommen wird? So, dann macht der hier halt mal eben alleine weiter. Ich hoffe, hier kommt jetzt nicht mehr so viel. Und kann ich die Maus... Nein, ich kann sie nicht mehr bewegen. Aufnahme beenden, minimieren, maximieren, Aufnahme starten. Beim Kontrollieren läuft die Aufnahme, ja. So, und jetzt scheiß auf die FPS-Zahlen da, die lasse ich jetzt einfach mal drin. Wo ist denn... Ach, der rote Baron haut schon wieder ab, na toll. Na gut, ich lasse meine Flugzeuge jetzt mal hier kreisen, ich baue noch ein paar Türme dazwischen. Um die feindlichen Truppen abzuwehren.
Ja, hier der Ingenieur, der kann mal weg, den brauchen wir nicht mehr. Die bunkern. Ah, jetzt hat er sich hier eingebaut. Du bist so ein Idiot, ey. Die Bunker nützen uns ja nichts, wenn die immer wieder dem Feind in die Hände fallen. Okay, so, und dann werde ich jetzt mal sehen, dass ich die Kasernen hier nach vorne ziehe. Wir werden angegriffen. Okay, das ist eine Fucker. Wo ist denn der rote Baron? Ich brauche den roten Baron, um die Klippen da von den von der blöden Artillerie zu befreien. Ja, Kommandant. Okay. Da ist der rote Baron. Na gut, dann wollen wir doch mal sehen. Was für ein Sportsmann. Was haben wir denn hier auf der Klippe? Einmal Artillerie. Nochmal Artillerie. Nochmal Artillerie und nochmal Artillerie. Wir werden angegriffen. Was für ein Sportsmann. Okay, dies erledigt. Zwei Stück noch. Manfred, schaffst du es noch? Nein, die Tankfüllung wird dafür nicht mehr reichen. 9, 8, 7, 6. Immerhin die noch, ja. Okay. Wir werden angegriffen. Na gut, eine hat es noch überstanden. Aber wir haben hier unseren kleinen Vorposten, das ist ja auch schon mal was. So, und dann jetzt scheiße ich den Gegner einfach mal mit Partisanen zu. Ist mir jetzt völlig egal. Fertig. Okay, ihr vier. Flakstellung, Flakstellung, Flakstellung. Kann ich helfen? Ihr drei. Gut. Halt. Ihr drei. Flakstellung, 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 Flakstellung. Gut. So, Partisanen, wo sind die Partisanen? Hallo? Habe ich jetzt nur in einem Gebäude... Ach shit, jetzt habe ich nur in einem Gebäude gebaut. Das müssen wir mal korrigieren. Nein, unbewachtes Gebäude. Das kann nicht wahr sein. Ich falle immer wieder drauf ein. So, jetzt kann ich in allen bauen, dann Partisanen. Da hat sich wieder jemand eingebaut, du bist entlassen. Gut. So, dann ziehe ich gleich die Flakstellung weiter nach vorne. Und hey, ich kann die Maus immer noch bewegen, sehr gut. Na gut, weitere Jäger gleich mal dazu. Flakstellung sind hier fertig. Dann mal zwei Türme oder auch drei. Wir werden angegriffen, was? Wo denn? Wir werden angegriffen. Und tschüss. Gut, okay, so langsam kommen wir doch voran. Vermute ich. Wir werden angegriffen. Halt, schießt ihn ab. Wir werden angegriffen. Ich sollte auch hier vorne gleich nochmal ein Flugfeld hinbauen, damit meine Flieger wieder einen kürzeren Weg haben. Ah, halt, Partisan. Wo will... Okay, der haut wieder ab. Ja, mir egal, meinetwegen. Dann nutze ich die Gelegenheit und baue hier auch gleich mal Türme hin. Hier sind noch arbeitslos. Ach so, ja, die habe ich auch noch gebaut. Dann würde ich doch sagen, ziehe ich auch mal gleich die Siedlung wieder ein Stück nach vorne. Der muss da bleiben, der kann entlassen werden.